Guten Tag, mein Name ist Robert. Ich bin schon seit mehreren Jahren zu Gast bei Ayurvedagram und ich möchte heute etwas zu der Visa-Situation erzählen. Und zwar ist es so, dass momentan es gibt keine Möglichkeit, sich online mit dem Visa mehr zu bewerben. Und der Verlauf ist jetzt etwas anders. Die Visa-Anfrage wird direkt mit der indischen Botschaft getan. Und zwar läuft es so ab, dass sie ihre kompletten Informationen an die Botschaft schicken. Dazu kriegen sie alle Informationen auf der indischen Botschafts-Internet-Webseite. Dort schicken sie hin ihren Reisepass, mehrere Formulare, die sie ausfüllen müssen. Diese kriegen sie auch alle auf der indischen Botschaftswebseite. Und diese ganzen Formulare zusammen mit ihrem Reisepass schicken sie dann in einen Brief an die Botschaft und dort wird dann ihre Anfrage bearbeitet. Zusätzlich zu diesen Informationen kriegen sie noch vom Ayurvedagram eine vom Arzt verschriebene Nachricht, die wird Ihnen zugesendet, damit Sie sozusagen Ihren Medical Visa beantragen können. Diese Unterlagen werden dann von der Botschaft bearbeitet und wie bei mir auch relativ schnell bearbeitet und diese werden dann sozusagen, dann erhalten Sie danach Ihr Visum, um hierher zu reisen. Noch zu ergänzen wäre, dass es dann Sie müssen an 80 Euro zahlen, das sind ungefähr 79 oder 80 Euro, die Sie überweisen für diese Visa-Bearbeitung. Ja, und dann erhalten Sie Ihr Visum. Die Reise hierher verläuft dann relativ entspannt, wie immer. Ich bin ohne Probleme hier angekommen. Es wird nur ein Covid-Test gemacht bei Abreise. Den müssen Sie 2 Tage vor Abreise machen und nachweisen. Ja, und dann geht's los. Und wenn Sie hier ankommen, gibt's auch nochmal eine Prozedur, wo Sie auch nochmal einen Covid-Test machen. Ja, und dann werden Sie abgeholt und kommen hier im Paradies an und können sich erholen. Ich kann es wirklich weiterempfehlen. Ich bin jetzt seit einer Woche hier und fühle mich wie immer sehr wohl. Das Ambiente ist einfach wunderschön. Man wird hier mit offenen Armen empfangen und ja, es ist Erholung pur. Und ja, wir und das ganze gesamte Ayurveda-Team freut sich, wenn natürlich die Leute aus Europa und hier auch wieder ankommen. Vielen Dank.